Ein Schwerpunkt der Forschung meiner Arbeitsgruppe ist die arterielle Hypertonie, also der Bluthochdruck. Wir versuchen insbesondere zu verstehen, welche genetischen, also vererbbaren Mechanismen hinter Bluthochdruck stehen können und schauen uns zum Beispiel Tumoren an, die auch Bluthochdruck auslösen können. Da gibt es sogenannte somatische Mutationen, also Mutationen in der DNA, die nur in den Tumoren vorkommen, nicht aber in den anderen Zellen des Körpers. Und auf die Art und Weise kann man versuchen zu verstehen, welche Mechanismen tatsächlich solche Tumoren auslösen. Ein Schwerpunkt im Bereich des Bluthochdrucks ist dabei der sogenannte primäre Hyperaldosteronismus. Das bedeutet, dass ein Hormon, das den Blutdruck beim Menschen zum Beispiel steuert, zu stark produziert wird. Dadurch entsteht ein Bluthochdruck und manchmal auch eine Elektrolytverschiebung. Also diese Patienten haben oft ein zu niedriges Kalium im Blut. Außerdem versuchen wir physiologisch zu verstehen, was die Mutationen, die man in solchen Tumoren oder auch bei Familien mit Bluthochdruck identifizieren kann, dann in der Zelle oder im ganzen Körper auslösen. Die BIH-Johanna-Quandt-Professur ist zunächst mal eine großartige Chance, aber auch eine Herausforderung. Sie wird es hoffentlich meiner Arbeitsgruppe und mir ermöglichen, in Berlin translationale Forschung durchzuführen, insbesondere im Bereich der Hypertonie, aber auch in anderen Bereichen. Ich konnte bereits jetzt schon einige Arbeitsgruppen und Arbeitsgruppenleiter in Berlin kennenlernen und bin ganz begeistert davon, dass es ganz viele Kooperationsmöglichkeiten gibt. Ich habe schon mit Core Facilities gesprochen und bin davon ebenso begeistert. Ich denke, da wird es ganz verschiedene Möglichkeiten geben, mit Kollegen zusammen neue Wege zu beschreiten. Ein Projekt, das mir da ganz besonders am Herzen liegt, ist die Entwicklung neuer medikamentöser Therapien im Bereich von Bluthochdruck, aber da können wir ja vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Eine große Hoffnung ist, dass wir die Diagnostik und die Therapie von Bluthochdruck verbessern können. Bluthochdruck betrifft einfach eine ganz große Zahl von Patienten, insbesondere älteren Patienten. Und ein Krankheitsbild, das uns dabei besonders interessiert, ist der primäre Hyperaldosteronismus. Hier konnten wir Mutationen identifizieren, die bestimmte Tumoren auslösen, die dann diesen primären Hyperaldosteronismus, also eine Überproduktion des Blutdruckhormons Aldosteron, auslösen. Und in einer kürzlich publizierten Arbeit konnten wir zum Beispiel zeigen, dass es spezifische Hemmstoffe gibt, die nur die mutierten Kanäle blocken. Und hier ist die Hoffnung, dass man solche Substanzen künftig einsetzen kann, um diese Erkrankung besser zu diagnostizieren und eventuell künftig auch zu therapieren. Das heißt, das ist so das langfristige Ziel, solche Strategien tatsächlich am Patienten auch zu verwirklichen.